Zugegeben, der Flammkuchen geht nicht so wahnsinnig schnell wie die anderen in dieser Reihe vorgestellten Gerichte, aber er ist wirklich so einfach und so köstlich, dass er in dieser Rubrik des Einfachkochens nicht fehlen darf. Schön ist es natürlich, wenn der Hefeteig schon fertig ist, was mittels Mehl, Hefe, Wasser, Salz und Honig wirklich furchtbar einfach ist, und dafür gibt es so viele Rezepte, dass ich damit nicht wirklich langweilen will. In den Miele-Backofen wird gleich am Anfang der Pizzabackstein gelegt und auf 280 Grad aufgeheizt, denn diese Temperatur sollte er vor dem Backen schon eine gute halbe Stunde gehalten haben. Flammkuchen ist einfach so genial, weil man nur noch Schmand, Zwiebeln, Schinken und Pfeffer braucht. Ja, und ein Glas Wein, das man in den Koch schütten sollte. Auch den Teppanyaki gleich auf 180 Grad einstellen, diese Stufe 8, weil er das Vorbereiten der Teigfladen schon deutlich erleichtert. Ich kann selber halbwegs passabel Zwiebeln mit dem Messer schneiden, aber bei meiner gewünschten Hauchdicke bzw. Hauchdünne der Halbringe tue ich mit dem Röslehobel deutlich leichter. Den Schinken mache ich am liebsten in Mini-Würfeln, die Katze mag immerhin den Geruch desselben. In den Schmand gebe ich Olivenöl, wenig Salz wegen des Schinkens und auch gleich noch Pfeffer, aber vor allem geriebene Muskatnuss und die nicht so knapp. Das Ausrollen des Teigs auf der Keramikplatte geht einfach super. Vermutlich haben wir eins der wenigen Nudelhölzer auf dieser Erde, die aus fränkischer Elsbeere gedrechselt wurden. Wir mögen den Teig so dünn wie möglich, da kann man sich schon ein wenig damit beschäftigen. Besonders unkompliziert wird das Backen des Flammkuchens, wenn man den Fladen auf dem heißen Teepan kurz einfach anweckt, wendet. Und jetzt kann man die Fladen locker stapeln, das Ganze also auch für den Abend vorbereiten, weil der Teig nicht mehr klebt. Das können Menschen, die keinen Teepan besitzen, auch am heißen Pizzabackstein in wenigen Sekunden machen. Es wird nur verdammt warm. Die Keramikarbeitsplatte kann man leicht sauber machen, weil das Mehl einfach in die tiefer gelegte Spüle geschoben wird. Tiefer legen kann also auch Männer begeistern, die mit Autos so gar nichts am Hut haben. Auf dem Fladen sollte man dann irgendwann den Schmand verteilen, die Zwiebeln auch und vor allem den Schinken nicht vergessen, und dann geht's schon ab in den Ofen. Der braucht dank des Backsteins und 280 Grad nur rund 3 Minuten für einen Flammkuchen. Es werden also relativ schnell alle Gäste, zumindest mit einer kleineren Ecke, versorgt. Ganz wichtig ist vor dem Schneiden mit dem Pizzateiler das ordentliche Pfeffern mit einer sehr grob eingestellten Mühle. Der Unterseite sieht man hier an, wie knusprig das Ganze würde, und im Ton kann man das auch deutlich hören. Die passenden Bilder dazu erspare ich unseren Zuhörern. So, das war jetzt keine der legendären elsässischen oder sonst wie berühmten Flammkuchen, sondern einfach dem einfachen Kochen geschuldet, so wie wir ihn mögen und in unseren Möbelmacherküchen zubereiten. Bis bald!